Ähnlich wie im Sci-Fi-Klassiker Neuromancer geht es im Point-and-Click-Adventure Virtuaverse um die große bedrohliche Cyberpunk-Welt unserer Zukunft. Cybernerd Nathan gerät ins Fadenkreuz von Kryptoschamanen, Technomancern und einer allumfassenden Verschwörung. Ähnlich wie in alten LucasArts-Abenteuern suchen Spieler den Bildschirm nach wichtigen Hilfsmitteln ab, kombinieren sie und lösen knifflige Rätsel. Die sind in Virtuaverse zwar immer logisch, erfordern aber einiges Querdenken, weil Schein und Wirklichkeit miteinander verschmelzen. Mit seiner AVR-Brille wechselt Nathan zwischen dem echten Leben und augmentierter Realität, die Erinnerungen an Blade Runner weckt. Einige Rätsel sind erst durch den richtigen Ansatz dieser zweiten Wirklichkeit zu lösen. Das ist originell und spannend. Virtuaverse spielt zwar in der Zukunft, präsentiert sich aber im Retro-Pixel-Look. Wären da nicht die zahlreichen liebevollen Details, könnte das Spiel so auch auf einem Amiga 500 oder Atari ST entstanden sein. Passend dazu gibt es einige Insider-Gags über die damalige Hardware. Virtuaverse ist ein stilechter Retro-Pixel-Traum, der die Hirnsynapsen auf Touren bringt. Die Entwickler schaffen eine gelungene Mischung aus alten Point-and-Click-Adventures wie Monkey Island und den Gedankenwelten der Cyberpunk-Literatur. Aber Vorsicht! Virtuaverse ist ein Fall für Point-and-Click-Profis, die über gute Englischkenntnisse verfügen und sich gerne an anspruchsvollen Rätseln die Köpfe zerbrechen.